go to Wonderland. Schon vor einem Jahr begann die Endproduktion des Spielkonzeptes von Alice Asylum. Das Game Design und die Umsetzung des Spielsystems lief den letzten Schritt an auf Hochtouren, sehr motiviert. Schauen wir uns an, wie zum Beispiel die Schwierigkeitsstufen und die Spielerfahrung umgesetzt werden sollten. Wir haben den Icon für einfach, für Spieler, die sich lieber auf die Erzählung konzentrieren, dann für den normalen Modus. Der normale Modus ist der, wo die Spieler zerkaut, ausgespuckt und angespuckt werden sollen, so richtig zermürbt werden. Der harte Modus ist für Spieler, die ein gesundes Gleichgewicht des Gameplays haben wollen. Das, weil Asylum kein leichtes Spiel ist, in Asylum eigentlich genauso auch vorgesehen ist. Und der Albtraummodus ist für Spieler, die eine Herausforderung suchen und auf den Veteranen-Alice-Modus aufgestuft werden. Am besten Asylum-Spieler, die vielleicht das Spiel schon einmal gespielt haben und deshalb mit ihm schon vertraut sind und so dann auch aufsteigen können in den Albtraummodus. Es gibt dann Unterschiede zwischen den Kämpfen, zum Beispiel wie üblich in anderen Spielen, der Kampf ist stark gewichtet, der erlittene Schaden wird erhöht, der Kampf ist ausgewogen und eben zu guter Letzt, wenn es ganz einfach ist, nur die grundlegende Spielmechanik steht dann im Vordergrund. Zugunsten des Spielers natürlich. Der Schaden aus allen Quellen sind reduziert. Die Feinde im Kampf sind viel weniger aggressiv. Die Feinde zum Beispiel werden in den Spielmodis angepasst. Zum Beispiel in den einen sind sie dann sehr aggressiv, aber auch fair. Und das ist zum Beispiel für Spieler gedacht, die nach einem intensiven, spannenden Ereignis suchen oder Herausforderung. Allerdings können die auch später im Spiel dann eskalieren. Dann kommt man zu einem höheren Schwierigkeitsgrad als die geregelten Schwierigkeitsgrade, wie zum Beispiel den Ultra-Albtraum-Schwierigkeitsgrad, der nur erreichbar ist, wenn man die normalen Spielmodus alle schon geschafft hat. Auch wird die Produktion von Kernmechaniken und Ressourcenmanagement als Kombo im Ressourcenmanagement und dem Fähigkeiten, die entscheidend sind, umgesetzt, um in diesem Spielmodus auch erfolgreich sein zu können. Der Ultra-Albtraum-Schwierigkeitsgrad löst dann einen geheimen, freischaltbaren Spielmodus aus, nach Beendigung des ersten Spiels, was auch danach erst spielbar ist. Dieser Spielmodus ist so grausam gestaltet, dass er nicht sofort nach dem Starten des Spiels verfügbar ist. Dieser Modus folgt dem grundlegenden Gameplay-Stil des Schwierigkeitsgrades Nightmare, führt aber auch einen Dauertod ein. Das heißt, sobald Alice getötet oder ihre Gesundheit auf null reduziert wurde, endet das Spiel. Und der Spieler muss ganz von vorne beginnen. In diesem Spielmodus sind keine Speicherpunkte verfügbar. Das ist wirklich hochinteressant und für Hardcore-Gamer geeignet.
Diese für uns zunächst sehr brutale Maßnahme oder Taktik kennen wir allerdings auch schon aus anderen sehr legendären Spielen, wie zum Beispiel der Dark Souls-Reihe, die zum Beispiel auch von denselben Produzenten gemacht wurde, wie das heute sehr populäre Elden Ring. Beachtet bitte, dass alles in Arbeit ist und die Informationen da noch unvollständig sind und nur einen frühen Machbarkeitsnachweis darstellen. Dieses Infobeispiel gibt keinen Hinweis auf den Inhalt und die Qualität des endgültigen Produkts und kann sich vollständig verändern. Wahrscheinlich auch je nachdem, was dann die Sponsoren der Spielproduktion mit für Einfluss darauf haben, allein schon, wenn sie irgendwelche Änderungen verlangen durch Lizenzrechte. Kommen wir zu den neuen Waffen, die erworben werden können. Hier die erweiterte Waffeninformation zu der Kristallwurpalklinge. Sie ist die Primärwaffe. Sie ist schnell, scharfsinnig und immer einsatzbereit. Die Kristallwurpalklinge ist ein mysteriöses Relikt, das aus den Splittern des Schattens geboren wurde. Und eine Waffe mit rasiermesserscharfer Logik, schneidender Vernunft und ungebundener Wut. Wenn man Prüfungen oder Verwirrungen gegenübersteht. Die Wurpalklinge ist immer die Antwort darauf, wenn Alice keine Antwort mehr hat, also keinen Ausweg mehr sieht, keine Antwort mehr hat, dann ist quasi die Wurpalklinge immer die Antwort. Das bedeutet, die Wurpalklinge ist immer die Lösung. Sie ermöglicht es ihr, eine einfache, blutigere Lösung für all ihre Probleme zu finden. Kommen wir zu den Attacken, die Snickersnack-Attacke, alternativer Angriff des Wurfmessers. Alice hält die Klinge am Griff und kann schneiden oder zerstückeln. Die Schattensicht dieser Waffe hilft Alice instinktiv, wenn sie sich verirrt und erhält ihren Weg in dunklen Bereichen. Ihre Feinde werden mit wilder Präzision eines manischen Chirurgen angegriffen. Kombos, jonglierend, Konter und Parieren gehören zur Trickkiste der Wurpalklinge. Man kann die Wurpalklinge auf ihre Feinde schleudern als Wurfangriff. Sie trifft aus der Ferne und kehrt nach kurzer Zeit zu Alice' Hand zurück. Wie ein Bumerang, ein kraftvoller Kupplungsattack. Ja. Kennen wir aber auch schon, glaube ich, aus God of War mit seiner Axt. War das eine Axt? Der Core Combat Loop in Alice Asylum ist so konzipiert, dass der Spieler immer, dass die Klinge immer wieder zum Spieler zurückkehrt. Zu der Verwendung der Wurpalklinge im Nahkampf gegen ihre Feinde. Alle anderen Waffen wie Ressourcen, Munition oder Mana, die Mana, also sowas wie Energie oder Mana, Energie verbrauchen, sind Snickersnacks. Also die schalten neue Kombos und Angriffseingaben frei, wie wir es auch schon in der im Alice Core Moveset und Attacken in der Designer Bibel klassifiziert haben. Die reguläre Waffe der Alice ist aber trotzdem die Wurpalklinge. In der Designerbibel werden allerdings auch alternative Waffen vorgestellt, die klassifiziert werden zur Unterstützung oder als mächtige strategische Waffen, die nur begrenzt nützlich sind, aber wenn sie vom Spieler geschickt eingesetzt werden, die Oberhand einen gewinnen lassen. Sie können das Blatt wenden
oder das Spielfeld in einer Kampfbegegnung vollständig auslöschen. Unabhängig davon, ob der Spieler bei der Verwendung wirklich erfolgreich ist. Die Wurmpalklinge dagegen steht dem Spieler immer zur Verfügung. Einige Feinde können nur durch die Wurmpalklinge beschädigt werden, zum Beispiel Bosse. In diesen Fällen werden andere Waffen auch eingesetzt, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Um eine Damage-Phase mit der Wurmpalklinge einzuleiten. Wie schon erwähnt, wird ein sorgfältiges Ressourcenmanagement umgesetzt. Zu wissen, wann man sich dann mit der Wurmpalklinge oder seiner Geschicklichkeit auseinandersetzen muss, ist dann erforderlich. Das hat ganz viel mit Taktik zu tun, um das Spiel überhaupt schlagen zu können. Erfolg in Kampfbegegnungen sind immer stark gewichtet. Und auch dabei wird Rücksicht auf verfügbare Ressourcen oder Spielstärke oder auf die eingestellte Spielstärke genommen. Der Künstler Alex sagte dazu, wir haben eine PDF-Datei erstellt mit Tabellen mit den vollständigen ersten Durchgang zu Ressourcen-, Wirtschafts- und Waffenangriffsdaten. Zum Beispiel volle Munition, XP, Gesundheit, Pickups und Ressourcenökonomie für LS Asylum. Das ist in einer PDF-Tabellen zusammengefügt worden. Zweitens, vollständige Übersicht für alle primären und sekundären Feuermodi für alle Waffen in LS Asylum. Diese Informationen werden in dieser Phase als Daten präsentiert, werden aber gesetzt auf den Seiten im Pause-Bildschirm oder Inventar zwischen der Erzählung zusammen mit visuellen Elementen platziert. Also so wie wir das kennen, wenn manchmal Tipps gezeigt werden, während der Bildschirm lädt. Auch das kennen wir bereits aus vielen anderen Games, wie zum Beispiel auch Skyrim. Dann die konzeptionellen Layouts für die Auswahl der Sonderzustände im Hysterie-Modus oder Inferno-Modus. Dafür wurden einige konzeptionelle Layouts und animierte Mockups erstellt, die wir noch näher untersuchen werden. Wie zum Beispiel die Verwendung von LS-Halsketten für verschiedene Fähigkeiten, die wir in der Erzählung schon beschrieben haben. Wie zum Beispiel in Wut, Inferno oder Hysterie. Wir wollen aber auch neue Konzepte für Funktionen und Elemente einfügen, die besondere Auswirkungen auf LS-Zustand haben. Wie zum Beispiel die Alchemie-Symbole oder Runen auf LS-Kleidertaschen, die Gameplay-Modifikatoren sind und von dem Spieler ausgerüstet werden können, je nachdem im Spielstil anpassbar. Gehen wir da ins Detail. Es ermöglicht zwei verschiedene ausrüstbare Alchemie-Symbole für einen Spieler, um Sekundärfähigkeiten zu mischen und anzupassen. Diese Fähigkeiten könnten ihre bevorzugten Angriffe, Waffen oder Fähigkeiten verbessern oder sich an sie anlehnen. Kämpfen im Kampf oder noch kampfbarer im Kampf. Ellis Kampf kann mit einer Rune auch verstärkt werden. Oder möchte man sich dabei auf Fernkampfwaffen oder Scharfschützen konzentrieren? Auch dafür gibt es dann eine Rune. Die Idee ist, auf Ellis Toolbox aufzubauen und diese Runen in den Gameplay-Bereichen als Gegenstände anzubieten, die in geheimen Bereichen gefunden oder über Herausforderungsfelder in einer der 12 Welten freigeschaltet werden können. Sie sind keine Spielbrecher und die Idee ist, dass ein sehr erfahrener Spieler Ellis Asylum als Game erledigen könnte und durchspielen könnte,
ohne nur jemals eine Rune davon ausrüsten zu müssen. Aber diese bieten eine neue Vielseitigkeit an im Spielerlebnis und eröffnen das Erlebnis weitgehend in den verschiedenen verfügbaren Kombinationen. Es verleiht dem Spiel etwas, das seit dem Jahr 2000 ein fester Bestandteil von Alice Look ist, auch eine praktische Bedeutung. Denn die Runen auf ihrer Schürze waren schon immer ein Teil von Alice Image. Und nun könnte es bedeuten, dass es einen Spielzweck erfüllt. Und das wäre ein solider Sprung darin, dieses Gleichgewicht im ersten Durchgang zu finden. Die Inhalte, die wir zeigen, werden alle miteinander verknüpft und verweisen aufeinander, wenn sie dann im Detail betrachtet werden. Zu guter Letzt wurden noch Icons für Waffen entworfen, die überall in den Spiel, aber auch in den Game-Konzept, wenn möglich, als Verweis eingefügt werden sollen, um eine bessere Übersicht zu schaffen. In den Konzepten sollte vielleicht noch ein bisschen mehr Kontraste eingebaut zu werden. Mit Weiß hat der entwerfende Künstler vorgeschlagen, aber die Änderungen an diesen Icons sind sehr schnell und sehr einfach dann zu erledigen. Das sind allerdings die Icons, die in der Vorstufe zu der finalen Version fertiggestellt wurden. Alles in allem sieht das alles natürlich jetzt sehr gut schon aus. Wir danken fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ihr lieben, verrückten Kinder.